Herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und einer weiteren Runde Supreme Commander Forged Alliance. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange wir noch spielen. Mann, Alec, glaub ich, Sorge. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir egal. Wir spielen jetzt und wir gewinnen. Egal, wir haben jetzt bei mir im Team von links nach rechts einmal Tons of Dennis, Dese Dystori und Zeusinator. Seid gegrüßt. Hallo. Und dabei weiß ich jetzt gar nicht, ob die Story, warst du eigentlich schon mal mit dabei in der Aufnahme? Redest du jetzt überhaupt mit uns oder nicht? Er redet mit uns und ja, er war wohl schon mal mit in der Aufnahme. Ich hab's schon wieder vergessen. Ist halt so eine Sache, gell? Aber tut ja nichts dazu bei. Was auch immer ich jetzt damit sagen möchte. Oh. Jetzt, Tons of Dennis? Aber geht doch gar nicht. Wie es geht. Okay, also ich sehe schon, wir werden hier wahrscheinlich heute noch irgendjemand rausfliegen sehen. Auf jeden Fall, wir haben im gegnerischen Team gegenüber von mir Marcel Nase. Dann kommt, glaube ich, Mana 211 oder wie ich sehe die Nummer gerade nicht. Dann kommt der Rehat und daneben der Nephisto. Bin ich mal gespannt, was da so geht. Jo, werden wir sehen. Ich habe schon die Hälfte vergessen hier zu machen. Scheiß Dreck. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es macht keinen Sinn, hier jemanden nur Luft machen zu lassen. Jeder sollte auf jeden Fall ein bisschen Luft machen. Und ja. Und ansonsten ganz, ganz fett den anderen einen auf die Fresse geben. Das wäre jetzt so mein Plan. Ja, Sir. Da sind wir dabei. Kommandant. Was, Kommandant? Commander, Entschuldigung. Commander, nix, Commander. Boah, es waren noch Zeiten. Komm mal, Conker. Aber noch sein so. Die Bären Wars, die Bären Sun. Ja, der 1er habe ich glaube nie gezockt. Ich bin erst beim Alarmstufe Rot eingestiegen. Irgendwann habe ich es mal kurz angetestet, aber ich habe quasi nur Dingsens hier. Ab Alarmstufe Rot. Da gab es noch dieses Vergeltungsschlag, glaube ich noch. Ja. Tolle Sache. Ja, und Alarmstufe Rot 2 habe ich auch noch gespielt, aber dann war es bei mir auch schon wieder fertig. Also 1 war geil, 2 war ging und 3 war einfach dahin und nur lächerlich. Ja, das war also die von der Tiberium-Reihe, die habe ich sowieso, glaube keinen einzigen gezockt. Das fand ich witzig. Ich habe immer bloß die Alarmstufe Rot-Reihe gezockt. Und Generals natürlich. Generals war gut. Ja. Ist das normal, was die Story da macht, oder? Also ich sage jetzt dazu nichts. Ich meine, okay, Wirtschaft ist heftig, aber... Hier ploppt noch irgendwas. Ach genau, ich bin ja noch bei Bodensee Gamer auf dem Dings drauf, auf der Webseite. Übrigens für euch jetzt zur Info, wir machen hier alle Sätze über Bodensee Gamer. Da rocken wir die Scheiße fett. Wenn auch ihr mitzocken wollt, findet ihr ja da alles. Ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr euch schön anmelden könnt und so. Und ja, der Spaß dabei ist, das ist halt ein Forum, wo ihr auch noch mehr Zocker zum Mitzocken finden könnt und so. Und kannst du im Team schreiben, die Story? Mit Shift kannst du das machen. Oh, da haben wir schon einen Bomber. Meris hat schon einen Bomber. Oh, was kommt denn hier? Ich wäre irgendwie schon angegriffen. Was kann denn das? Ja, Meris hat schon einen Bomber. Bei dir oder wo? Er fliegt über seine Basis und kommt aber zum macht mir meine Einheiten da oben weg. Aber er hat einen Bomber, das ist gut, das wirst du wissen. Das sind schon Einheiten, what the fuck, was geht mit denen ab? Wir sind in der Mitte durch. Und dahinter uns ist auch schon was. Kannst du hier, die Story, brauchen wir ein paar Panzer. Hallo, Commander, lauf mal dahinter, du Wichser. Panzer bauen und im Teamchat schreiben. Ganz wichtig. Da sind schon die Bomber. Und fallen alle auf mich, was geht? Wie viele Bomber? 2. Ah, es geht noch. Hier hinten. Und mal Gun Upgrade. Okay, aber ich bin halt jetzt voll raus aus dem Thema grad. Oh, alles gut. Brauche jetzt ein bisschen, bis ich mich hier wieder organisiert habe. Achtung, hinter dir ist was, Vorsicht. Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin.
ganz gemischt machen. Panzer, kannst du eine Fabrik Panzer Flugabwehr, eine andere Fabrik Panzer Artillerie und eine Fabrik nur Panzer. So mache ich das. Kannst du einstellen, wie du möchtest. Okay, jo, das ist echt super, was die hier machen. Das ist ein ganz eindeutiger Plan. Geh mal beim Maris rein, der kann nicht viel haben, wenn der alles in Bombe reingesteckt hat. Mit wem redest du? Mit allen! Jeder, der was hat, so, irgendwie ja, beim Maris reinrennen. Ich hier. Volle Kanne. Oh, ich hab plus 0 Masse, besser geht's nicht. Ich hab Masse plus, aber ich hab zu viel Masse, aber ich kann sie nichts, ja, zu nichts machen. Kannst du mir was schicken, Vorsicht? Wenn du zu viel hast. Hier Radar auf T2. Dankeschön. Okay, jetzt habe ich minus 15, das ist aber schnell gegangen. Ach, okay, Commander baut was. Ich bin mal so frech und nehme diese Massepunkte ganz hinten, damit ich hier wieder aufholen kann. Achtung, da kommt in der Mitte was Größeres. Ich bin momentan raus, das heißt, der wird dann wahrscheinlich in Richtung mir gehen, oder? Keine Ahnung. Bist du im Fokus auf die Mitte mit? Das wird schon was Größeres, was da über die Mitte kommt. Mystery, kannst du da irgendwas mit reinsteuern? Denkt hier mal an die Fliegerle. Ja, ich hab ganze Luft auf jeden Fall Minibase gebaut. Hier ja. In die Mitte mit rein, warte, ich markiere es dir, also hier irgendwo genau, erstmal sammeln. Oh Mann, fucking shit. Warum scoutet eigentlich bei uns keiner? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja. Nicht reinrennen, nicht reinrennen. Geh doch mal, warum nimmt der die Klicks nicht an? Sorry, nicht reinrennen, nicht reinrennen. Wir haben momentan zu wenig Einheiten. Der Reh hat leckt mal wieder. Sehr schön. Dennis, bei dir klappt soweit, oder? Du hast hier in 2, ist kein Ding. Ich hab Gun Upgrade. Ja, ja, aber durch die gut Luftarbeiten hast du hinten in der Zeit vorankommen können, oder? Nö. Oh, beide Commander kommen nach vorne bei mir. Okay, das heißt, rüber zum Dennis und ihm helfen. Gehst nee, du nee, mit, nee. Die Story, gehst du mit rüber? Nee, nee, mach Druck hier auf der Seite oder so. Mach Druck. Sollen sie ruhig kommen, ich hab Gun Upgrade. Ja, ist leckt, Alter. Geht nicht so weit vor, Zeusi. Geht auf den Sack. Ja, ja, ich wollte bloß erstmal die Mine wieder wegballern. Achtung, jetzt kommen sie eh. Wir bleiben hinten, ich hab dann eine Point-Defense. War auch nur eine 1, aber trotzdem, besser als nichts. Ja, Hunger. Eieieiei. Das ist echt hart mit dem Laggen.
Achtung, jetzt wird in der Mitte ziehen sie wieder voll zusammen. Okay, Mauselnase hat eigentlich gerade nicht viel Gegenwehr. Der Manna, der bunkert sich ein. Manna hat echt was drauf, also. Ja, ja, Manna ist, ich sag ja, kein Deutsch schlechter. Du Story, bleib vorne. Hier, nicht wegziehen. Ja. Irgendwie will sich mein Commander halt kaum bewegen, das ist schon Hammer. Oh, die Leckerei, da fuck! Das geht so auf den Sack, Alter. Kriegst du das hin vor sich? Ja, ja, wenn meine Einheiten mal auch darüber gehen würden, bestimmt. Komm, die Story, die knallen wir weg da vorne. Ja, der hat ja Verteidigung gebaut. Die Verteidigung knalle ich mit dem Dings weg. Mit der AT. Bei mir alles safe, wunderbar, danke. Das habe ich höhere Reichweite noch. Ja, der Arti, Alter, nervt richtig. Nein! What? Please! Oh, jetzt kommt er. Das ist gut. Ja, komm, komm. Hast keine Chance. Nämlich schon T2, mein Freund. Das fehlt mir noch. Mein Gott! Alter, das ist ja auch. Ja, das ist ja. Fast unspürbar, Alter. Hier auf den Sack. Aber gerade eben sah es gerade aus, als ob du das wärst, Dennis, gell? Hm. Ja, eigentlich geht nicht. Eigentlich geht das nicht. Du kommst, Dennis, du kommst absolut klar da drüben, ne? Oh, ich mach gegen zwei Druck hier. Pass nur auf, gell, wegen, falls die irgendwie einen Snipe oder so machen, einen Luft-Air-Snipe oder sowas. Also ich hab ein Schutzschild erstmal. Und ein Air-Snipe wäre noch ein bisschen zeitig. Ja, wir müssten mal scouten. Meine T2-Fabrik wird gerade ausgebaut, danach kann ich etwas bauen. Ich höre mal den T2-Panzer und einfach seine Base, Alter, ist mir so egal. Siehst du, der Kompass? Ah, T2-Erdbombe. Ich zieh mich zurück. Kommst du klar? Ja, es sind nur zwei Stück. Ich bin ja fünffach befördert. Alles gut. Wenn das einzige Stück was kommt, dann passt's ja, oder?
Ja. Meris steckt 2R, aber der hat sonst nicht viel. Ich bin gerade überlegen, ob ich bei dem reinrenne. Sind alle noch da? Oder hat's mich jetzt rausgekriegt? Jetzt bin ich das wieder, ja. Verstehe ich nicht. Ja, das ich bin ja noch TS, ihr hört mich ja noch, ne? Ja. Ja. Das ist irgendwie FFF. Kein Plan warum. Okay, jetzt sieht's aber so aus, als ob du ganz raus wärst, oder? Ja, das ja. Ist bitter. Dann wäre das Spiel auch damit vorbei. Ja, das ist irgendwie nur bei Rehard bei mir. Nur Rehard. Okay, das heißt, du und Rehard hattet keine gute Verbindung. Wobei, zum Rehard haben ich zumindest gute Verbindung. Ja, wollen wir warten, bis es dann vor... Also... Noch ein paar Sekunden warten, oder? Nee, ist... Nee, wenn er so lange mal das nicht mehr hinkriegt hat, dann war's das. Ja, ja, eject. Ich raus. Keine Ahnung, wo uns liegt. Schade. Wollt ihr weiterspielen oder so ein Rehost machen? Hey Leute, Feind hört mit. Also, sollen wir warten oder wie ist das zu. Ja, Dennis ist gerade rausgegangen. Also, kicken dürfen wir drücken oder was? Ja, ich würde jetzt nur sagen, dass ohne Dennis haben wir wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Ja, dachte ich mir jetzt auch. Also, der ist wirklich saustark. Mach mal einen Rehost, oder? Ich würde jetzt sagen, wir spielen mal noch eine Minute weiter und dann sehen wir gleich, in welche Richtung das läuft. Ob wir es irgendwie gebacken bekommen oder... Alles klar, sage ich. Ich sage auch schon. Oder? Also okay. Ja, von mir aus sage ich, glaube ich, dass wir eine Chance haben. Einfach, nee, ich will einfach bloß mal so ein, zwei Minuten warten. Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwie in den Griff, aber ich glaube es eher nicht. Guck gleich, dass ihr das Zeug drüben euch holt, wenn's geht. Ich lauf schon rüber. Ja, ich warte jetzt mit drei Fabriken auf T2 fast. Das wäre das Ende gewesen, links für ihn. Reh hat jetzt so genau das gleiche. Seht ihr das auch, oder? Connectivity, Reh hat? Ja, Reh hat ist auch raus. Ja, das lag ja von Reh hat. Scouten, so, und herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und einer weiteren Runde Supreme Commander Forged Alliance. Jetzt habe ich vorher zuerst vergessen, die Ansage zu machen und jetzt habe ich gemerkt, dass ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Heute läuft's wie geschmiert. Wir sind nämlich schon in der zweiten Runde hier. Wir hatten am Anfang nämlich schon technische Probleme, mussten neu anfangen und jetzt sind wir hier schon mitten im Gefecht drin. Es tut mir leid, also heute bin ich echt saumäßig daneben. Wir haben von links nach rechts einmal den Baroxa, den Koikafen 63 und dann Zeusinator. Seid willkommen. Und ja, von schon, mal auf den Zack bekommen, ne? Tut mir leid, ja, ich hab's verkackt. So, gegenüber von uns haben wir, direkt gegenüber von mir, den Marcel Nase, daneben Mana, daneben den Rehat und daneben den Nephisto. Ja, und jetzt habt ihr wenigstens den ganzen Anfangsscheiß nicht mitkriegen müssen, den langweiligen. Jetzt geht's gleich richtig zur Sache. Auch mal toll, ne? Kann man sich mal gönnen. Kann man sich mal gönnen, richtig. Jo. Endlich habe ich das auch. Und was auch ganz gut ist, dass ich nicht mitgekriegt habe, wie gut ich am Anfang bin. Also ich habe hier richtig derb gerockt. Ohne mich wäre ja schon alles zur Bach runtergegangen. Beziehungsweise ja, klar, ja. Ohne mich wäre es besser gelaufen für euch. Muss man auch ganz klar sagen. Ich bin hier schon hart am Abkacken, aber egal. Hat gerade zufälligerweise einer einen Scout von euch? Oberroxa, pass mal auf, da ist ein Commander bei dir in der Basis, gell? Ich weiß. Leute, könnt ihr rüber und ihm helfen? Mit ist gerade selber. Das Problem ist, die umrunden Baroxa gerade, ja? Baroxa, du solltest dir vor allem die Ressourcen hier hinten holen, gell? Jo. Ich kann jetzt voll gut sagen, was du machen musst, weil ich so wenig selber hab. Gehst du ein bisschen rüber, ich bleib ein bisschen, versuch ein bisschen vorne zu bleiben. Ja, okay. Hast du Gun Upgrade? Nein, hab ich nichts. Ich hab nicht mal einen Commander vorne. Ich würde Gun Upgrade sehr gerne machen. Das wird sehr viel bringen. Aber ich ein Radar vorne, ne? Vorne hab ich keins, nein. Oh, nicht.
Na, der hat auch Einheit mittlerweile oben. So viel hat der Meris gar nicht Luft. Der schaut gerade meine kompletten von hinten, meine kompletten Einheiten von hinten. Hier. Da hat er gerade meine komplette Masse zerstört. Jo. Da kannst du mal hinfahren mit irgendwie diesen Einheiten. Ich möchte jetzt hier von hinten meiner Basis rumnerven. Jo, ich versuch's, mach mein Bestes. Okay. Mein Bestes. Oh, das sind ja doch mehr. What the fuck, wo hat er die denn plötzlich her? Was denn? Die Einheiten der Marcel-Nase. Gerade eben, wo ich drüber geflogen bin mit dem Scout, war nicht so viel da. Doch, doch. Er ist Schweizer, er hat ein Abkommen mit der EU. Und irgendjemand leckt wieder. Was ist denn jetzt schon wieder? Marcel-Nase. Marcel-Nase, aber Baroxa auch und Zeusinator auch. Schweizer Power activated. Also bei mir ist es Marcel Nase. Bei mir auch. Aber Marcel Nase macht am meisten. Bei mir Nase. Oh, nicht sehr schön, war ja. Ist doch scheiße. Schweizer Internetqualität. Bei mir hat ihr habt normalerweise habt ihr in der Schweiz doch viel bessere Quali als wir in Deutschland, oder? Ja klar, aber ich kann jetzt nichts zu sagen. Ich muss mein übers Handy beziehen, ne? Ja. Gut, bei mir hat Rehard auch einen 504er. Ja, bei mir hat er auch 440er, aber Connection ist. Ja, Connection ist ja, da, ja, aber. Ja, er ist auch besser im Spiel drin als ihr. Ihr habt alle, seid ihr behind, also euch fehlen Daten. Ja klar. So, was machen wir jetzt mit Marcel Nase? Ich kann eine Ejection from game. Ja, ihr könnt auch, aber. Ich nicht. Ich hab eine Verbindung zu ihm. Ja, das heißt, ich schneide den Scheiße zusammen. Das heißt, wir haben einfach zwei total verkackte Aufnahmen. Deswegen ist das jetzt für euch da draußen eine super Angelegenheit. Weil ich hole mal schnell noch die anderen rein. Das machen wir jetzt total beknackt. Jungs, nur für euch zur Info, ich habe gerade die Aufnahme auch ein bisschen verkackt, zu spät angefangen und Ansage falsch. Und da es jetzt schon wieder leckt, würde ich sagen, wir machen jetzt einfach hier Aufnahmeschluss. Das macht keinen Sinn. Gucken wir mal, ob wir vielleicht so noch ein Spiel hinkriegen, aber für die Aufnahme ist heute Schluss. Ich möchte euch einfach allen nochmal danken, dass ihr dabei wart bei diesem Leckfest, wie man das so schön nennt. Danke euch da draußen, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt vorsichtig. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hey, tschüss. Hey.